Willkommen auf meinem YouTube-Kanal rund um den neuen Ford Focus MK4 2019. Im heutigen Video geht es um ein Problem mit dem Tagfahrlicht. Falls noch kein Abonnent meines Kanals seid, abonniert ihn doch. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Ist kostenlos für euch. Okay, worum geht's? Es geht um das Tagfahrlicht und dass, wenn das Auto nachtüber gestanden hat, es also kalt geworden ist, jetzt in der kalten Jahreszeit, und man morgens das Auto aufgemacht hat, das Tagfahrlicht flackert. Bei mir war es auf der Beifahrerseite. Ich blende euch jetzt mal ein Video ein, damit ihr seht, wie das Ganze aussieht. Es ist immer nur ganz kurz zu sehen und natürlich auf dem, auf dem Video, auf der Kamera schwer einzufangen gewesen. Dennoch, ich hoffe, ihr konntet sehen, wie das Problem sich äußert. Und ja, es ist immer nur morgens aufgetaucht, sobald das Auto ein bisschen warm geworden ist, man damit gefahren ist, abgeschlossen hat, wieder aufgemacht hat, war das Problem weg. Einmal war es sogar so, dass das Tagfahrlicht gar nicht angegangen ist. Habe ich jetzt leider nicht auf Video festhalten können. Nach Zumachen des Autos wieder aufmachen, war das Tagfahrlicht wieder ganz normal da. Ja, das Problem ist Ford bekannt. Es muss das komplette Modul des Scheinwerfers ausgetauscht werden. Ich blende euch jetzt mal ein, um welches Modul es sich handelt, wie das Modul gehießen hat und wie das neue Modul heißt. Ja, bei mir wurde das Ganze getauscht. Und ja, das Problem ist verschwunden. Ich vermute, wie schon erwähnt, dass es sich um eine kalte Lötstelle handelt, weil dieses Problem immer nur morgens aufgetreten ist, wenn das Auto richtig, richtig kalt war, also nachts draußen gestanden hat. Ja, das war es soweit zu diesem Problem und der Lösung. Ja, wie immer, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Bleibt gesund. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao.